Hallo und willkommen zurück bei Tales of Phantasia. Ich war noch mal kurz einkaufen, ich habe noch ein paar Wasser des Lebens geholt. Und ich habe einmal draußen gespeichert, das sollten wir sterben, wir nicht wieder auf Anfang zurückgesetzt werden. So ungefähr, genau, ansonsten ist nichts passiert, wir sind wieder voll geheilt. Wir gehen wieder nach oben und schauen jetzt mal, wie wir hier weiterkommen. Zwei Harpien. Die hatten wir ja schon festgestellt, sollten wir relativ gut besiegen können. Die sind natürlich keine guten Kandidaten, um meinen Demon Fang weiter zu vervollständigen, sage ich jetzt mal. Zu meistern vielleicht. Weil die halt in der Luft sind. Aber ich tue mein Bestes, damit wir dann auch das Demonic... Weiß ich nicht mehr. Demonic Dance. Sword Fang. Demonic Sword Dance. Keine Ahnung. Freischalten können. Mint ist inzwischen bei über 100 TP, das ist echt angenehm. Und die Harpien sind schöne Gegner, weil die bringen doch merklich Erfahrung. Klaus ist jetzt auch Level 10. Und auch ordentlich Geld. Muss ich sagen an der Stelle. Finde ich gut. Ach, guck mal, da haben wir jetzt schon wieder einen Speicherpunkt und hätte ich mir Speichern vorher ja fast sparen können. Naja, gut. Bitte einmal sichern. Daten werden gesichert. System nicht ausschalten und Modul nicht entfernen. Daten wurden gespeichert. Vielen Dank. Das ist die physische Manifestation des Wahnsinns. Sie muss den Wahnsinn dieser Geister entsprungen sein. Okay, das heißt, da kommen wir vermutlich erstmal nicht rein. Jetzt sind wir hier irgendwie zwischen gelandet. Ich vermute, wir müssen irgendwie oben rum an diese Sylphen ran, um die dann besiegen zu können. Aua. Aua, was war das denn? So, sehr schön. Demon Fang macht ja überhaupt keinen Schaden, wenn ich das so vergleiche mit meinem normalen Angriff. Zumindest dieser Harp hier nicht. Zack. Na, mit der Geschwindigkeit, die wir Geld verdienen, können wir doch, glaube ich, ganz gut arbeiten. Und inzwischen kriegen wir 4 TP nach einem Kampf, das ist auch ganz nett. Damit kann man dann schon langsam was anfangen. Genau, Mint hat noch 166, das ist echt nicht viel bei diesen Erfahrungswerten, die wir hier bekommen. Da ist eine Höhle, okay, dann gehen wir erstmal da rein. Noch mehr Sylphen. Das sind nicht Sylphen, das sind Harpien. Aua. Die macht aber auch ordentlich Schaden. Also so an die 50 ist schon nicht schlecht, auch wenn wir so, keine Ahnung, fast 1000 KP offenbar inzwischen haben. Zumindest Cress. So, du bist schon mal weg. Immer die, die von der linken Seite angreifen, da weiß ich wirklich nicht so recht. Aber es hält sich ja im Rahmen, es ist aktuell alles machbar, also. Ich habe ja schon gesagt, also Kampfsystem habe ich, glaube ich, inzwischen so gut, grob zumindest verstanden, dass mir das reicht. Zumindest für den Moment. Und wenn das nicht noch schwieriger wird, dann würde das wahrscheinlich auf dem Level ungefähr bleiben. Außer halt die Sachen, die ich so dazulerne, ist klar. Okay. Muss ich mit denen sprechen? Kann ich die nicht irgendwie hauen? Das hat doch bei den anderen geklappt.
Jetzt sind wir schon wieder irgendwo anders rausgekommen. Okay, es ist sehr verwirrend, es ist Dungeon-mäßig. Ich denke, so viel kann man behaupten. So. Schön da geblieben, dann kriegst du nämlich noch einen Hammer auf den Kopf. Sehr schön. Also das ist tatsächlich cool. Mint bekommt, glaube ich, inzwischen so viel TP, dass sie das First Aid, das sie verwendet, das macht sie halt nicht oft, aber ab und an wieder aufgefüllt bekommt, weil sie 5 TP nur braucht. Das heißt, wir werden da langsam ein bisschen sustainable. Wir hatten am Anfang ja doch sehr starke TP-Probleme. Ich könnte mir vorstellen, dass das durch diesen Effekt ein bisschen abnimmt. So, hier geht's jetzt woanders hin. Der Effekt war gruselig. Hui. Autsch. Sylph ist nicht hier. Ob das am Miasma liegt? Ah, also hier würde Sylph quasi die wahrscheinlich Haupt-Wind-Elementar-Geist-Ikone wohnen. Aber da müssen wir, das müssen wir erstmal freischalten. Aua, okay, das tut weh, das ist interessant. 3 Harpyen, eine von links. Von hinten quasi. Ich weiß gar nicht, was Klaus überhaupt tut. Also irgendwas tut er. Irgendwie macht er auch Schaden. Muss ich mir jetzt mal angucken. Okay, jetzt wird er nur vermöbelt. Der haut mit seinem Buch. Okay. Ja, ist nicht übel. Ach, guck, jetzt war es sogar er. Mann, wir müssen jetzt schon mehrere tausend Gold haben. Wir haben jetzt auch noch Wundermittel bekommen. Das läuft doch eigentlich nicht schlecht. Bis auf die Tatsache, dass diese ganzen Windgedöns-Dinger hier mir irgendwie zu schaffen machen. Also hier komme ich überall nicht durch. Sehe ich das richtig? Das ist halt so ein bisschen das Problem bei Random Encounter. Ich glaube, deswegen hat man es irgendwann zum Glück auch sein lassen. Wenn ich jetzt nur irgendwie was erkunden will und es gibt Random Encounter, ist das mega störend und nervig. Problematisch ist hier natürlich auch noch, dass ich nicht fliehen kann. Zumindest wüsste ich noch nicht wie, weil hier, wenn ich das hier drücke, dann kann ich mir hier dieses Format angucken und das Format umstellen. Ich kann hier die Strategien umstellen, ich kann Fähigkeiten auslösen und ich kann Items verwenden, aber ich kann nicht fliehen. Das heißt, entweder ich muss mit einem Item fliehen, was ja auch wieder Ressourcen kostet. Oder es geht gar nicht. Naja, das könnte noch ein bisschen störend werden bei den größeren Dungeons, so wie, also jetzt auch gerade, finde ich. Könnte das störend werden, aber... neuer Spruch. Direkt mal gucken. Aber eine Sache, die man natürlich direkt auch sagen kann, dadurch leveln wir natürlich gut, werden stärker und stärker und die Kämpfe werden vielleicht auch einfacher. Dark Mist. Lässt die Genauigkeit des Gegners sinken. Können wir erstmal anlassen. Ich habe jetzt nichts dagegen. Aktuell hat sie mana-technisch wirklich weniger Probleme. Das passt schon. So, hier ist die Höhle, aus der wir kamen. Nee, das ist die, in die wir gingen und das ist die, aus der wir rauskamen. Kann das sein? Und das hier war jetzt der Weg zu Sylph. Dann versuchen wir es mal über die Höhle. Das kann ich knicken, das hier ist der Ausgang. Okay. Also wieder zurück. Und hier rein. Das sind wieder nur 2 Harpyen und keine Sylphen. Ja.
Das ist auch, das ist, glaube ich, noch ein sehr unschöner Move irgendwie, dass ich immer es schaffe, den ersten durchzulassen und dann auf den zweiten gehe. Das. Machen wir lieber so. Den zweiten mit gemeinsamen Kräften hier vermöbeln. Beziehungsweise den ersten? Na, ja, wie auch immer. Aber ihr habt das, glaube ich, schon verstanden. Also den reinlocken und dann. Kann ich hier nichts gegen tun? Es sieht nicht so aus. Hier ist ein Seil. Beziehungsweise das Seil haben wir jetzt da angebracht. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, muss ich mehr Seile und Spitzhacken kaufen? Oder reicht das die einfache Ausführung? Weil das Seil haben wir jetzt verwendet. Das heißt, es ist doch jetzt bestimmt weg. Okay, nee, die Spitzhacke können wir offenbar weiterverwenden. Gut, die sollte ja auch nicht nach einmal verwenden kaputt gehen, das sehe ich ein. Magisches Auge, sehr schön. Also es ist, glaube ich, ein leichtes Wind-Theme erkennbar hier in diesem Dungeon. Oder in diesem, ja, weiß nicht, kann man das Dungeon nennen? Aber ihr wisst, was ich meine, in diesem Gebiet. Bitte nicht Mint töten, das wäre super nett. Ich sagte nicht. Ich glaube, ich muss an der Formation nochmal arbeiten. Also Klaus steht sehr weit ab vom Schuss. Ich glaube, den sollte ich näher zu Mint bewegen. Weil er scheint ja bisher zumindest auch ein Nahkämpfer zu sein. Das heißt, ich bewege sie hierher und hoppala und dann habe ich ein bisschen Bewegungsfreiraum und bewege ihn noch dahin. Bisschen näher zusammen vielleicht, so. Schauen wir mal. So. Okay. Ghast. ...260 Schwachpunkt Licht. Okay, ergibt Sinn. Mint, warum heilst du dich eigentlich nicht selber mal? Das wäre doch mal eine gute Idee. Genau, sehr schön, vielen Dank. Ich hätte dich auch sonst angewiesen. Oh nein! Das schon wieder. Nein! Irgendwie komme ich jetzt immer schlechter damit klar. Der Swallow Dance ist echt gemein, weil damit wechsle ich irgendwie die Seite und... jetzt habe ich mich auf Auto umgestellt, das wollte ich auch nicht. Ne, Moment, Mint kann sowas noch nicht heilen, das heißt, Mint sollte bitte mal ein Wundermittel benutzen. Genau, ich möchte bitte selber kämpfen, dankeschön. Ich meine, nur zugucken ist ja auch nett, aber... Der Demon Fang hat irgendwie doch deutlich mehr Schaden gemacht. Move on. 318. Galt.
Und auch ein bisschen Erfahrung. Als nächstes ist Klaus wieder dran. Okay. Ah, hier ist nix. Das war jetzt aber eine andere Stelle, oder? Also das war nicht die, wo wir runterkamen. Müsste eigentlich. Sieht jetzt auch anders aus, da unten war dieser Windstrom. Das sieht schon cool aus. Ich freue mich schon auf die noch besseren Fähigkeiten. Also wenn wir wirklich irgendwie Magie noch hier reinbekommen. Level up! Aber kein Spruch gelernt. Der kann offenbar nix. Beziehungsweise wir werden da offenbar die Sachen anders lernen müssen. So, jetzt sind wir hier und kommen hier raus. Drachenschild. Bernsteingewand. Oh nein. Bestimmt haben wir jetzt beide schon, habe ich den beiden schon Bernsteingewand gegeben. Okay, das hat nichts genützt. Blöde Frage, warum können wir das Drachenschild nicht tragen? Das ist ein Fragezeichen. Upala, Fragezeichenstab. Spitzhacke, Seil, langes Azurband. Rundschild. Wurde das jetzt schon automatisch ausgerüstet oder wo ist das Zeugs hin? Weil das Drachenschild ist immer nicht da. Muss ich nochmal gucken. Nee, aber hier ist nur ein normales Schild. Und die beiden hatten halt beide schon das Bernsteingewand an, deswegen haben wir noch eins. Okay. Map. Rundschild, Holzschild. Okay, das scheint dann irgendwas anderes gewesen zu sein. Ach nee. Das war jetzt natürlich mega dumm. Okay, ich habe noch nicht verstanden, wie wir diese Windströme wegbekommen. Also durch das Besiegen der Sylphen. Okay, das haben wir eben schon mal gemacht. Aber warum kann ich das jetzt nicht mehr? Dark Mist ist mir fast ein bisschen zu viel Mana. So, komm schon. Sieben. Ach so, und vierundneunzig, ja, okay. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber das heißt, ich muss jetzt wieder hier rein, wieder, weil ich die Sylphen hier nicht besiegt habe, weil ich da von der anderen Seite kommen muss, irgendwie. Moment, was war hier? Da kam ich auch nicht hin, weil da auch Sylphen sind, ne? Bitte entschuldigt meine lange Leitung. Aber da muss ich jetzt mal noch schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ich habe eben extra nicht versucht, mit den Sylphen zu interagieren mit von dem Wind, wo wir jetzt von der anderen Seite kamen, weil ich dachte mir, das ist ja blöd, wenn ich da jetzt irgendwie wieder lang fliege und dann ist der ganze Weg umsonst gewesen, aber das hat offenbar nichts gebracht, weil der ganze Weg war jetzt trotzdem umsonst. Neue Fähigkeit. Direkt mal schauen, was das denn ist. Lightning Tiger Blade haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt. Sword Rain. Sehr schön.
Ich mache noch Demon Fang und Dings fertig und dann werde ich vielleicht oder wahrscheinlich sogar Demon Fang durch Sword Rain ersetzen. Na komm schon. Also dass er dieses Zurücklaufen ist für mich manchmal noch mega irritierend. Also wenn ich es aktiv benutze, natürlich nicht, aber wenn ich da irgendwie, wenn ich halt einfach frei rumrennen will, ist es komisch. So, und jetzt wieder hoch. Und jetzt hier reingelaufen. Ich halte das nicht aus. Hilfe! Okay, tatsächlich von der Seite funktioniert es dann. Was ich nicht mehr weiß, ist, ob wir tatsächlich das magische Auge auch auf Sylph 2 verwendet haben. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Ach, das ist Sylph und das hier ist Sylph 2. Dann weiß ich nicht, auf was wir es jetzt verwendet haben. Keine Ahnung. Okay, das war auf jeden Fall schon mal was einfacher als eben. Was macht der Rune macht, muss ich mir nochmal anschauen, das habe ich schon wieder vergessen. Aber damit haben wir den Wind hier weg und damit haben wir den kürzeren Weg. Das gefällt mir schon mal, sehr schön. Okay. Bedeutet aber auch, dass wir damit hier ein bisschen aufräumen können. Der andere Objekte transformieren kann. Okay. Weiß ich noch nicht, was das bedeuten soll. Wie kommt man denn an die hier ran? Das erschließt sich mir noch nicht ganz. Aber es bestätigt auf jeden Fall, was ich mir dachte, dass man diese Sylphen halt besiegen muss und weg. Okay, sie benutzen das echt oft. Und man die irgendwie besiegen muss und dann kommt man da durch. So, der Gedanke, den wollte ich noch zu Ende machen. Genau. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir als nächstes rankommen. Aber das Problem ist, du musst halt, glaube ich, von der Seite kommen, wo der Wind quasi nicht hinweht. Von der gegenüberliegenden Seite. Und dann wird es halt hier schwierig, weil es eine Sackgasse ist. Oder es sah zumindest wie eine aus. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Kommt man da unten rum vielleicht? Muss ich nochmal gucken. Weil irgendwie müssen wir ja auch hier wieder rauskommen. Weil sonst können wir uns halt gar nicht heilen. Das ist ein bisschen dumm. Ich glaube, Demon Fang haben wir jetzt auf 100%. Zumindest hätte ich das Geräusch so interpretiert. Oder war das ein anderes Geräusch? Hm. So viele Fragen, so wenig Antworten. Noch einmal reingeguckt. 100% Demon Fang, genau, und 98% Swallow Dance. Dann gehen wir nochmal hier rein. Dann speichern wir auch nochmal, weil wir haben jetzt doch zumindest ein bisschen was geschafft.
Aber auch hier das gleiche Problem. Wie soll man denn da oben rankommen? Da muss man hier auch von der anderen Seite irgendwie ran. Ich versuche jetzt mal noch hier einen Ausweg zu finden. Ich muss noch mal kurz in Mint. Und ich sag hier mal, dass die Dark Mist bitte nicht verwenden soll. Ich habe jetzt noch keinen großen Effekt davon gesehen, irgendwie, dass die Gegner dauernd daneben hauen oder irgendwas. Und dafür verbraucht sie doch ein bisschen viel TP. So viel dazu. Mint erhält den Titel Priesterin. Schön. Was hatte sie gerade für einen Titel? Snob. Nehmen wir mal Priesterin an der Stelle. Welches Level hat sie denn erreicht? 12. Okay. Da kommt der Wind raus, aber hier können wir doch dann vorbeilaufen, oder? Ach, wir können da tatsächlich einfach durch, aber es tut halt weh. Okay, ich dachte, da kommt man nicht durch. Insgesamt, sondern man kriegt nur Schaden, wenn man reinläuft. Und man ist aber, man läuft in der Wand, aber das stimmt nicht. Okay. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob jetzt unser Demonic Swallow Kick. Das ist ja, ja, kann man doch mal machen. Dann hat Mint uns nochmal hochgeheilt. Sehr schön. Aber dann werde ich jetzt die Folge wieder so beenden, wie wir sie angefangen haben. Nämlich hier unten im Bett. Wenn wir denn da hinkommen. Und ich glaube, dann würde ich auch nochmal eine Einkaufstour machen und ein paar Sachen kaufen. Zu Beginn der nächsten Folge dann. Mal schauen, was wir an cooler Ausrüstung vielleicht noch kaufen können und uns leisten können jetzt, nachdem wir hier so viele Tausende von Gold reingeholt haben durch Kämpfe gegen fast mehr als drei Dutzend Harpien, die wir hier kaputt gehauen haben. Ich mag auf jeden Fall sehr, dass sie hier schon diese Sätze eingebaut haben für den, der als den letzten Schlag gemacht hat. Fühlt sich echt merkwürdig an, solche Familiaritäten zu haben in einem Spiel, das man eigentlich gar nicht kennt. Und ich glaube, noch weirder ist es halt für mich, dass ich das aus einem moderneren Spiel kenne als dieses hier und man das aber hier schon in dieser älteren Version sieht. So, eine Sache würde ich noch gerne mit euch machen, dann habt ihr auch mal eure Ruhe. Und zwar würde ich gerne in das Monsterlistenalbum gucken. Wir haben die Eule noch nicht gedingst. Den Wolf nicht. Die Qualle nicht. Das hier steht hier nirgendwo, ne? Den Killerwolf haben wir. VE kaum gegen Dings, Anti, nichts. Ghoul haben wir, Golem hatten wir. Oh ja, ich erinnere mich. Sylph haben wir. Den Effekt verstehe ich nicht ganz. Sylph 2 fehlt uns. Okay, wir haben zweimal Sylph gemacht. Das heißt, Sylph 2 fehlt uns. Skelett, Dornteufel fehlt, Harpier haben wir, Käferbär fehlt uns noch, ja, das kann man doch mal machen. Falke, gut, Keiler fehlt, Frischling fehlt, das waren alles so Sachen, wo wir noch kein magisches Auge hatten. Zombie haben wir auch, Schnecke fehlt, Megabiene fehlt. Kann ich das hier oben auch sehen? Ja, da unten. Da muss ich dich mal umschalten. Megaegel fehlt, okay. Aber Gas zum Beispiel hatten wir schon. Ghoul, Golem. Okay, Sylph 2, Käferbär, wenn jetzt so die mit Priorität für mich. Okay, aber das soll mir genügen. Wir gehen in der nächsten Folge nochmal einkaufen und
Dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Sylphen beseitigt kriegen oder ob wir weiter in der Irre umherirren und einfach nur Harpien kaputt klopfen. Schauen wir mal, sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.